Wiederholungsaufgabe 1. Warum baue ich Flugzeuge? Warum baue ich Flugzeuge? Oder ich persönlich nicht, aber warum bauen Menschen Flugzeuge? Warum bauen Menschen Flugzeuge mit einem Antrieb, der horizontal funktioniert? Warum baut man nicht einen Reisebus sozusagen, so einen Reisebus, und setzt da noch einen Düsentriebwerk drunter? Warum macht man das so? Also die Antwort sollte wirklich ganz banal sein. Das normale Flugzeug hat den Vorteil, dass es den Auftrieb nutzt. Hier haben Sie höchstwahrscheinlich einen massiven Luftwiderstand, aber wenn der Bus stromlinienförmig ist, naja, ist er vielleicht nicht so viel schlechter als beim Flugzeug. Aber Sie haben keinen Auftrieb. Der Vorteil, wenn Sie den Bus mit so einem Triebwerk ausstatten, der Vorteil wäre, Sie bräuchten keine Tragflächen. Sie hätten die Tragflächen eingespart. Weniger Material, ich muss weniger in die Luft bringen. Es ist natürlich total hilfreich, Gewicht einzusparen. Jedes Kilogramm, was Sie nicht in die Luft bringen müssen, bringt Ihnen viel Treibstoffersparnis. Also insofern eigentlich erstmal positiv, ich habe keine Tragflächen in die Luft zu bringen. Aber ich zahle einen sehr, sehr großen Preis. Ich habe keinen Auftrieb. Der Witz beim Auftrieb ist ja, dass ich relativ wenig Schub investiere und ich kriege dafür das Zigfache, vielleicht das 20-fache, vielleicht das 50-fache sogar beim Segelflugzeug, das Zigfache an Auftrieb für den Schub, den ich investiere. Hier müssen Sie den Schub praktisch komplett investieren, um den Bus in die Luft zu heben. Das ist sehr ungeschickt energetisch. Also man hat dann zwar die Tragflächen eingespart, aber im Endeffekt ist das große Drama, dass man keinen Auftrieb hat. Der nutzt so viel mehr, der Auftrieb. Und die Folge davon, dass Sie keinen Auftrieb haben, ist eben, dass Sie sehr viel Treibstoff brauchen. Und der müsste ja auch dann wieder mitgenommen werden. Also Sie müssten nicht nur den Bus haben, Sie müssten noch riesen Treibstofftanks haben. Auch der Treibstoff muss ja in die Luft gebracht werden. Also das Startgewicht dieser Maschine wäre monströs. Wird nicht wirklich funktionieren. Und man sieht es ja auch, es gibt anscheinend dieses hier nicht. Es gibt Senkrechtstarter, senkrecht startende Flugzeuge. Es gibt Jetpacks, also als Mensch schnallt man sich ein Düsentriebwerk auf den Rücken. Auch das gibt es ja. Aber da kommen Sie nicht gerade mit über den Atlantik. Die Flugdauer von so einem Ding ist doch sehr begrenzt. Man hat massiv viel Treibstoff zu investieren, um überhaupt erstmal abzuheben. Was mir, nachdem ich die Aufgabe aufgeschrieben hatte, aufgefallen ist, warum baut man denn dann Hubschrauber? Genau, der Rotor vom Hubschrauber benutzt auch den Auftrieb. Der Hubschrauber funktioniert nicht so. Der Hubschrauber nutzt auch den Auftrieb. Aber das kann er auf der Stelle, weil sich der Rotor dreht. Der Hubschrauber muss nicht vorwärts fliegen wie das normale Flugzeug. Also auch der Hubschrauber ist deutlich effizienter als der Bus mit Düsentriebwerk nach unten.